Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz' Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ach, die arme Oma Utz. Das mit dem Opfi-Pieps, das tut mir ja so ein kleines bisschen... Hat er gerade echt ein Pfeilbeil? Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Ja, solange du deine Finger dazwischen hast, glaube ich nicht wirklich daran, dass du in Sicherheit bist. Du wirst es erleben. Ich werde nach Elysium gehen. Hör auf, Rufus. Das Einzige, was du erreichen wirst, ist ein spektakulärer Selbstmord. Keine Panik, ich habe alles berechnet. Gleich wird eine Entschuldigung fällig. Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Ein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Finde ich gut. Was ist das, eine Nachdem Phase? Der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Okay. Elysium, ich komme. Ich komme noch nicht so ganz auf die Guillotine klar. Der Korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet. Also pingeligst mal Daumen. Das habe ich befürchtet. Die nächste Zielpfanne. Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Auf welcher Basis beruht diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht. Oh Himmel. Ups. Die Feuerwerkskörper zünden, sobald das Sägeblatt in der Luft ist. Dann erzeugen sie genug Spin, um mich direkt nach Elysium zu katapultieren. Ab der Hälfte begleiten mich sogar Adler, wenn meine Skizze stimmt. Eventuell wirst du dich von der Mageninhalt verabschieden müssen, aber hey, das mindert zumindest das Gewicht. Ich habe so ein klein bisschen Angst, was passiert, wenn ich jetzt den Blaseball klicke. Rufus, auch wenn ich es nie wieder sagen werde, ich vertraue dir. Schau gut hin. Rufus, nein. Oh. Doc, Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist! Retten oder nach Elysium? Doch, retten oder nach Elysium? Verdammt! Was mache ich nur? Also, bis auf eine Kleinigkeit hat das geklappt, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist! Der Bunsenbrenner bringt das Wasser zum Kochen. Aber ich sollte mich beeilen, sonst löst die Waage das Fallbeil aus.
Okay, da strömt Gas aus. Ich glaube, da strömt Gas aus. Leider habe ich kein Streichholz bei mir, um das zu testen. Nein, mein Atem reicht nicht aus, um das Gas in die Flamme zu pusten. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. Oh yeah. Ein Pfannstiel. Hepp. Zirkusreif wie immer. Das ist nice. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Es kitzelt. Okay, dann versuchen wir es nochmal mit dem Pfannstiel. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Das ist aber sowas von realistisch. Gut, dann werden wir mal das Pulver... Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe es gut, Doc. Gelandet. Oh mein Gott. Lass los. Wow. Und da fliegt er. Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich, Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Bol und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte. Damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Er lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne... Hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flohsacks wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Na ja. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Nur was ist für Goal das Beste? Wir haben eine Eject... Oh, interessant. Eine Plakette und Cletus. Schauen wir mal ins Questlog. Cletus aus dem Weg räumen. Und dann auf nach Elysium. Okay. Wie hätte ich das denn machen sollen? Erzählen, wie Rufus Bozo half, den Kutter zu reparieren. Okay. Well, Cletus. Ich werde nicht zulassen, dass dieser hinterhältige Verräter Goal nach Elysium begleitet.
Na komm, tu das, was für Goal das Beste ist. Dann sollte ich dich loswerden. Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Warte, da ist noch mehr Staub. Krass, ein Bär. Das gefällt mir bisher am besten. Da ist aber noch ein bisschen Staub drauf. Wohl doch der Schleudersitz. Ach, schade. Na denn, ja. Wenn ich die Plakette richtig deute, ist das hier der Knopf für den Schleudersitz. Was ja jetzt nicht großartig schwer zu erkennen war. Ich bin das Beste für Cole. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh-oh. Ups. Nein, Cole! Du Idiot! Oh. Nein, 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 nein! Verdammter Idiot! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey! Wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Da bist du. Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus. Cletus, nein! Cletus! Das war reichlich blöd. Ach du Kacke. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Goal? Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Ups. Die Organons. Die Metallbartsäcker. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Was? Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Was? Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott, noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältestenrat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht... werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus. Raus, habe ich gesagt. Ja, Sir. Das... Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Hallo. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunken Notbootwänden. Was in der Tat Goals Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen. Und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Hussa mit Saufen und allem.
wie schön, wie schön. Ja. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Das Kreuz eines Helden. Docs Praxis finden. Doc bei einer Operation helfen. Das klingt doch schon mal sehr interessant auf jeden Fall. Okay. Shamit, Shalom und herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Mann. Verrückt dieser Rufus. Einfach nur verrückt. Verrückt, sag ich euch. Verrückt. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Yep. Glitschig. Ist das eklig? Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Er ist doch noch gut. Oh mein Gott. Ich guck mal aufs Radar. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Das ist interessant. Ich kann nicht hier weg, nicht ohne Goal. Gut, da sagst du was. Da es hier, glaube ich, nichts weiter gibt und wir auch nur den Köder haben, gehen wir mal in den Hafen. Schauen, was uns erwartet. Oh, hübsch. Mehr oder weniger. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und Tonis Mutter. What? Du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tue ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Industriegebiet. Hafen. Das ist ja mal interessant. Wir haben hier scheinbar eine sehr große interaktive Map. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Ja, da sagst du was. Oh, wir haben sogar eine Anleitung. Ich bin ja mal gespannt. Okay. Vielleicht, wenn ich... Ja, man sagt ja, aller guten Dinge sind drei. Ab ins Industriegebiet. Oh. Das sieht mir aus wie eine Karikatur von Doc. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Oh, guck mal, ein Schnabeltier. Wie süß.
Okay. Eine Airbag-Kiste. Das sieht sehr interessant aus. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Mhm. Aber ich kann damit jetzt nichts machen. Okay. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Hm, zu deiner Mutter. Auf, weiter. Ich guck mal hier, was auf dem Dock los ist. Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte... Sei doch mal flexibel. Hier ist noch ein Ei im Schornstein. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Ganz bestimmt, ja. Da können wir das Ei ja nehmen. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Naja, also... Ich bin da noch nicht so 100% überzeugt. Ich kann mich auch später noch in... Erst einmal muss ich Doc helfen, wäre ja noch schön. Wo komme ich denn zu Doc? Reden vielleicht? Ah. Cool, ein Robohund. Mehr oder weniger. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Ist eingesteckt. Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Ich nehm's trotzdem mit. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. Ah, genau meine Meinung. Was haben wir hier? Dort steht ein Wachhund. Hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Hallo, Clever Bites. Den werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss das sehr bitten. Mein Name ist Clever Bites. Ich will eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit. Programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbite. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyber-Dingstar-Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön, Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimi, überlegen, Mimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Der Lispel ist so lustig. Ja, lass mich durch, ich muss zum Doc. Lass mich durch, ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zackst du es mir dann nicht einfach? Ich mag den Hund. Ich kann mal ganz höflich fragen. Lässt du mich bitte herein? Das klingt schon besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte spreche dir direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte, 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 bitte. Aufhören, bitte aufhören. Meine Zeitkreise überladen noch. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Deine Mutter vielleicht? Was? Oh, du Mieser. Ich mag den Hund. Der ist toll.
blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Ich habe einen Köder, eine Kurbel, ein Isolierband und einen Stock. Na schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Das stinkt mir nach einer Falle. Na los, ich habe gerade ein Stöckchen geworfen und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Nö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werde nicht mehr. Okay. Auf einmal blinkt hier die Lampe. Warum blinkt irgendwas die Lampe? Irgendwas scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. Das ist schon komisch. Vielleicht ist ja die Fassung lose. Da Capo! Da Capo! Bitte was? Vielleicht hilft vielleicht die Lampe. Ist ja die Fassung lose. Irgendwie? Da Capo! Da Capo! Was heißt denn bitte schon Da Capo, verdammt nochmal? Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Ah. Ein isolierter Stock. Ich hätte schon fast alle... Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Ich hätte schon fast alle... Dieser Idee fehlt noch... Irgendwas ich hätte schon fehlt. Fast alle... Ich hätte schon... Aber was? Hier ist ja bloß noch ein Ei. Farbe. Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Ja, das klingt gut. Dann schon eher schwarz. Mit so auf und vielleicht. Dann schon eher schwarz. Mit so und der Köder von dann schon eher schwarz. Mit so und viel. Vielleicht mal der Hund den Köder. Mal sehen, ob der immer noch lacht, wenn ich ihm sein blödes Blechmaul gestopft habe. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Okay, das ist also scheinbar nichts gemacht. Mal sehen, ob der immer noch lacht, wenn ich ihm sein blödes Blechmaul gestopft habe. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Warum betont Rufus dieses Harbe so sehr? Und was ist das jetzt? Was schon? Ich muss zu Doc. Darauf wird wohl nicht. Ich darf niemanden vorbeilassen. Mich schon. Ich bin akkromitiert. Du meinst nicht zufällig akkreditiert, oder? Wüsste ich nämlich. Mir ist egal, was du weißt oder nicht weißt. Ich lasse mir doch von einem aufziehbaren Flohzirkus nicht den Weg versperren. Und schon gar nicht tue ich mich nicht von dir verbessern lassen. Jawohl. Es liege mir auch fern, dich zu verbessern. Es sei denn natürlich, du betrachtest einen Wadenbiss als Verbesserung. Hä? Wie meinst du denn das jetzt? Okay. Ich drücke es mal so aus, dass selbst du es verstehst. Oh. Sag das doch gleich. Was soll ich denn jetzt mit der dämlichen Lampe machen? Mal ganz ehrlich. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Nehmen wir den Köder. Wie viele Angler braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Zwei. Weil Angler nämlich voll dämlich sind. Brumm. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, wann der Schlag fertig ist. Was so ein Schlag? Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus,
Du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Hm. Und das hat jetzt... Ah. Diese Idee fehlt noch. Ich hätte schon fast alle... Okay. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. Oh, Junge! Ich werd nicht mehr! Oh, Junge! Oh, Junge, Junge! Oh, Junge, 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 Ich glaube, dieser Hund hat sich im wahrsten Sinne des Wortes totgelacht. Okay, wir sind an Cleverbot vorbeigekommen. Farbeimer. Ich weiß nicht, ob der noch wichtig sein wird. Ich hoffe nicht. So wie das... Na gut. Wo sind wir denn hier? Das ist ein Techno-Flux-Induktor-Dingens. Sowas erkenne ich sofort. Mhm. Ob da wohl Saft drauf ist? Was ist denn da draußen los? Hören Sie auf, an den Geräten herumzuspielen und kommen Sie rein. Oh, eine Uhr. Es ist Zeit für ein weiteres brillantes Manöver. Plus minus 10 Minuten. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Gut, dann werden wir mal zu Doc reinstratzen. Hey Doc, Rufus. Hier bin ich. Endlich. Cole hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Bozo suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja. Ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, Ihr Charakter, die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Bozo sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Der ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Na denn... Gut, dann besorgen wir mal die guten Datasetten. Warum nicht? Hallo, Goal. Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Goal? Goal. Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Tierblut. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Okay, wie war das jetzt? Kaffee? Jemand Bock auf Kaffee? Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe, so viel steht mal fest. Oh ja. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Der ist direkt am Hafen, noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja da... Okay, die guten Datasetten, verstanden. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. Yep. Einkassiert. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Okay. Rufus. Ist ja schon gut.
Och, sei mal nicht so unflexibel. Haben wir hier drin. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Okay. Dann wieder zu. Ein Schalter. Was? Ah. Okay. Ich glaube, ich kann hier gerade nichts machen. Dann werde ich mich mal aufmachen, den rustikalen Charme von dem schönen Schwarzmarkt zu erkunden. Oh, jetzt passiert doch was. Hey, du. Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das dir hinterherläuft. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du vorhast. Da bist ihr mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast da etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Und eure Hände sind die richtigen. Lange einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Weil ihr es gar nicht wisst. Müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Wer zur Hölle seid ihr? Was war denn das jetzt? Verrückt. Jetzt will ich aber eigentlich mal zum Doc gehen. Okay, hier ist echt eine Menge los. Ein Apotheker. Dann haben wir Docs Werkstatt. Keine Ahnung. Ja, ich... Genau, Rockin' in Heaven. Ich werde mich aufmachen, den rustikalen Charme von Monkey... vom schwimmenden Schwarzmarkt zu erkunden. In der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid dabei, wenn es wieder heißt Haus auf Deponia. Und so.